Hallo, herzlich willkommen zurück zu CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Wir kommen zum Update, schauen uns den US-Markt an. Der hat soeben mit dem Handel begonnen. Nach dem langen Wochenende bzw. dem verkürzten Handel. Und darauf gehen wir dann gleich ein. Ansonsten nochmal einen Blick auf den DAX. Der DAX hat jetzt ja einen relativ bewegungsarmen Tageshandel hingelegt. Wir hatten ein Gap-Up. Dieses Gap-Up hat uns praktisch direkt über den Widerstand bei 260 gebracht. Das ist hier diese grüne Linie. Und mit dem Überwinden dieses Widerstandes ergab sich praktisch eine weitere Erholung bzw. Dieser Schub hier. Und wir haben ein erstes Ziel sozusagen abgearbeitet. Also was meinen wir mit Ziel? Ein erstes Ziel in dem Sinne, dass wir praktisch diese Bewegung hier, die wir vom 20. November auf den 21. November hingelegt haben, diese 260 Punkte, die haben wir ein zweites Mal in den Markt praktisch gesetzt, indem wir hier die Marke bei 11.355 in etwa abgearbeitet haben. Also somit beides ist von der Länge her gleich, also A gleich C könnte man sagen. Und somit wäre praktisch dieser Bewegungsstopp eben an dieser Marke 350 dann auch zu erklären. Wichtig ist, das Ganze darf oder muss stabil bleiben. Ansonsten läuft der Markt praktisch die Gefahr, dass wir eine Dreierbewegung hier hingelegt haben. Also dass das eben eine A gleich C Bewegung ist, eine ABC im Prinzip, die dann eben in den größeren Kontext mit weiterer Schwäche gefolgt wird und wir dann das Tief bei 11.000 praktisch wieder attackieren sollten. Okay, das ist aber nur ein Nebeneffekt aktuell. Wichtig wäre dann in den nächsten Tagen, dass praktisch dieses Level, die 260, im Markt bleiben und dass wir hier weiter in diese Widerstandszone in Richtung 161er Extension Level, also ein neues Tageshoch, sowie dann eben diesen Hochpunkten von Mitte des Monats, dass wir da hineinlaufen. Das ist die Prämisse oder der bevorzugte Weg. Wichtig wäre somit für diese Idee, dass praktisch die Tiefpunkte, man kann eben den Tiefpunkt vom 21. oder dementsprechend das Freitagstief als Kontrollmarke aktuell nehmen. Das Freitagstief würde sich praktisch hierfür anbieten. Okay, soweit zum DAX. Wir schauen uns dann den US-Markt an. Der US-Markt, da hatten wir vorhin gesagt, dass die 2670 eine sehr wichtige Marke sind und dass wir diese Marke im Idealfall sogar heute noch erreichen. Das ist der große Widerstand. Dieser Widerstand ergibt sich aus dem Tiefpunkt, der am 15. November gesetzt wurde. Das ist hier dieser weiße Pfeil. Und darüber hinaus eben ist dieser Tiefpunkt gleichzeitig der Hochpunkt vom 21. November. Und durch diese beiden Punkte ergibt sich praktisch dieser Widerstand bei 2670 eben. Und das ist dann die harte Nuss für den heutigen Tag. Okay, was kann man noch sagen zum S&P? Beim S&P ist wichtig, wir hatten ja im Oktober eben das Tief eben bei 2,6 relativ glatt. Danach ist ein starker Anstieg erfolgt. Die Frage, die wir uns schon länger stellen, ist, ob praktisch dieser Anstieg eben Trend war, wovon wir aktuell ausgehen. Das Ganze würde sich so etablieren. Darüber hinaus eben haben wir jetzt seit dem Hochpunkt eine Dreierkorrektur erwartet. Idealziel wäre eigentlich das 61er gewesen bei 2680. Das Ganze haben wir jetzt bis zum Anschlag praktisch ausgedehnt. Wir haben fast den Tiefpunkt hier wieder gebrochen. Das ist eine sehr tückische B-Welle. Und dieser Abverkauf lässt sich aber weiterhin als Dreier einstufen. Somit kann man auch den Tiefpunkt vom Freitag als sehr wichtig dann interpretieren und das ist die Kontrollmarke. Wer jetzt praktisch Donnerstag, Freitag irgendwo long gehandelt hat am 76er Retracement, der kann praktisch diesen Punkt als Kontrollmarke hier wählen
und den Trade dann dementsprechend versuchen zu ziehen in Richtung 2670, alternativ dann auch in Richtung 2750 als erste wichtige Marken dann für die nächsten Wochen. Sollten wir diesen Bereich hier brechen, besteht eben die Gefahr, dass wir auf die Jahrestiefs dann runterdonnern. Die Jahrestiefs, die liegen dann im tiefen 2500er Bereich. Also hier, das sind die Tiefpunkte vom Februar und vom März. Okay, das dementsprechend zum S&P. Im Dow hätten wir im Prinzip dieselbe Situation. Nochmals, also das wäre hier der Tiefpunkt. Da können wir das Ganze ebenfalls einfach so ausgestalten. Hier im FIBO arbeiten. Auch im Dow selbe Situation, seit dem Hochpunkt eben eine Korrektur. Diese Korrektur sieht praktisch genauso aus wie im S&P, also erster Weg, Gegenbewegung, zweiter Weg. Auch hier selbe Situation, wobei der Dow schwächer ist. Wir laufen in diesen tieferen Widerstand jetzt. Und über diesen Widerstand, beziehungsweise sogar über dieses Cluster hier, muss der Dow rüber, um praktisch diesen Bullenschub dann nochmal zu bestätigen. Das ist Jan Muss, um hier weitere Anstiege dann zu provozieren. Okay, soweit die Situation dann in den US-Indizes. Dann, was gibt es sonst noch zu erwähnen? Okay, von meiner Seite eigentlich soweit nichts. Indizes sind besprochen, ist ein wichtiges Thema. Währungen haben wir besprochen, indem wir den Euro-Dollar hier uns angeschaut haben. Also eine deutliche Erholung heute. Leider weder Fisch noch Fleisch heute. Also wir können Folgendes erkennen bereits, dass der aktuelle Abverkauf in das Tief von heute eine Dreierbewegung darstellen sollte. Ich denke, das fällt auf oder sieht man auf den ersten Blick, um dementsprechend das dann in trockene Tücher zu bringen, brauchen wir eben einen Schub, der die 1,1460 hier rausnimmt. Dann können wir sagen, okay, es tut sich was auf der Bullenfront und wir können dann einen Angriff in Richtung 1,15 und höher erwarten, wenn wir die 1,1460 dann herausnehmen aus dem Markt, weil dann haben wir hier eine Trendbewegung, eine Gegenbewegung als Dreierkombi und das führt dann dementsprechend zu Anschlusskäufen. Der erste Schritt heute, also eine Stabilisierung, sollte erfolgt sein. Wir werden das weiter anschauen und dann ausloten, inwieweit praktisch über den Tageschart hier ein Tiefpunkt mit diesem Fake. Also Sie sehen einen Tag unter dem Tiefpunkt vom 15. August, am zweiten Tag die Negierung und praktisch die Aufnahme möglicherweise dieses Bullenschubs. Das ist sehr wichtig, was hier praktisch im Euro-Dollar passiert. Okay, soweit dann das Update. In dem Sinne, weiterhin good trades, viel Erfolg und dann bis morgen. Also soweit meine Information ist der Herr Stanzel am Donnerstag wieder da. Das wären dann praktisch dann noch zwei Tage, die wir in Vertretung dann verbringen. Okay, schönen Abend, good trades, ade.